Hallo Leute, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Andi, euer Brettspielrabe, und im heutigen Video möchte ich euch das Unboxing des Spiels Revive zeigen. Das Spiel Revive kam gerade auf der Spiel 22 in Essen raus und ist ab sofort für euch im Handel erhältlich. Wie ihr meiner Stimme hört, war ich auf der Messe und habe dort auch 4 Tage lang Brettspiele erklärt. Bitte entschuldigt meine etwas raue Stimme. Nichtsdestotrotz will ich euch trotzdem weiter Videos präsentieren und im heutigen Video ist eben das Spiel Revive dran. Das Spiel Revive findet 5000 Jahre in der Zukunft statt. Und wir spielen den Anführer eines Clans, der die Überlebenden einer komplett eingefrorenen Erde aus dem Untergrund auf die Oberfläche zurückbringt und müssen dort mit unserem Stamm die Erde wieder besiedeln und am Ende des Spiels die meisten Punkte erreicht haben. Auf der Rückseite haben wir hier eine kleine Übersicht, wie das Spielbrett aussieht, wie auch die einzelnen Spielerboards aussehen. Und auch eine Übersicht, was alles in dem Karton drin ist. Aber wir schauen es uns trotzdem mal im Detail an. Ganz oben befinden sich eine ganze Menge Zipbeutel. Hier haben wir 2 verschiedene Kartendecks, darunter auch ein Kartendeck für die Kampagne, das wir nicht öffnen dürfen, erst wenn wir mit der 5-teiligen Kampagne beginnen. Verschiedene Karten und Holzmarker sowie Meeple in verschiedenen Farben. Ich gehe die nochmal im Detail später durch. Hier haben wir das Handbuch. Was ich jetzt schon gleich auf den ersten Blick mal sehr toll finde, ist, hier oben ist ein Index, der uns anscheinend immer zeigt, wo genau wir uns im Handbuch befinden. Das ist eine sehr, sehr tolle Idee. Habe ich so bisher noch nie beim Handbuch gesehen. Gefällt mir aber sehr gut. Wir haben hier eine Übersicht, was alles sich in der Box befindet. Die generellen Komponenten sowie die Spielerkomponenten und auch hier die verschiedenen Spielerkomponenten in den einzelnen Farben. Wie das Brett aufgebaut ist, wie das Spielerboard aufgebaut ist, wie man das Spiel aufbaut, auch wie man seinen Spielerbereich aufbaut. Auch positiv zu erwähnen ist, man hat hier den Aufbau dargestellt mit verschiedenen Nummern, die man durchführen muss. Und das ist auch alles hier direkt oben drüber aufgelistet. Man muss also nicht groß hin und her blättern. Ebenso, das muss ich hier ein großes Lob an die Designer aussprechen, es ist auch hier markiert, was man in einem so Spiel nicht aufbauen muss. Das ist richtig vorteilhaft. Das gleiche hier beim Spieler-Setup. Man hat das Bild, wie alles aufzubauen ist, mit den einzelnen Nummern. Die sind auch hier aufgelistet. Und auch hier steht, was man in einem Solospiel machen muss. Also hier 2 Daumen hoch, wirklich. Was das Ziel des Spiels ist, wir wollen also neue Landschaften erkunden, Gebäude bauen, die verschiedenen Orte besiedeln, Artefakte einsammeln. Wir bekommen Punkte, je nachdem, wie viele Artefakte wir eingesammelt haben, welche Technologien wir erforscht haben, aber aufgrund unseres Fortschritttracks und der besiedelten Örtlichkeiten.
Hier sind die Spielkonzepte noch einmal aufgeführt und auch hier die Kampagne immer genauer dargestellt, dass man die Karten auch nicht aufmachen soll, bevor man nicht mit der Kampagne anfängt, wie das Spiel zu spielen ist, was die verschiedenen Aktionen sind, Karte spielen, Token benutzen, erkunden, besiedeln, auch bauen oder sich in den Winterschlaf begeben. Hibernation ist im Deutschen der Winterschlaf. Ebenso ist auch aufgelistet, was man in einem Solo-Spiel bei der Aktion macht. Sollten sich die Regeln eines Solo-Spiels von den Regeln des Multiplayer-Spiels unterscheiden, scheint das hier immer separat aufgeführt worden zu sein. Also kein großes Hin- und Herblättern mehr, was ist im Multiplayer-Spiel oder was ist im Solo-Spiel zu machen. Wirklich, wirklich gut. Hier eine Übersicht der einzelnen Völker oder der einzelnen Stämme. Es sind sechs Stämme an der Zahl. Hier sind zwei, die erst in der Kampagne freigeschaltet werden. Und das wollen wir uns natürlich nicht genauer anschauen, weil das alles ja noch entdeckt werden soll. Hier sind die einzelnen Symbole aufgeführt, denen man im Spiel begegnet. Und die Effekte, die diese Symbole dann haben. Sehr schönes Regelbuch, finde ich sehr gut gemacht. Hier ist aber mal eine große Warnung. Wir sollen die Plättchen aus dem roten Punchboard noch nicht auspunchen, erst wenn wir dazu aufgefordert werden. Das ist auch ein Teil der Kampagne. Dann haben wir hier die Spielerboards der einzelnen Völker. Diese sind zweiseitig. Und vermutlich mit unterschiedlichen Startbedingungen. Das werde ich mir dann noch genauer anschauen, wenn ich ein Reglerklärvideo dazu mache. Dann haben wir hier die einzelnen Landplättchen, verschiedene Token, die wir entdecken können. Das hier sind Lootboxen, die wir finden können. Und auf der Gegenseite ist dann die Grafik, was alles sich in der Lootbox befindet. Designtechnisch sehr schön gemacht. Hier auch nochmal mehrere Lootboxen, mehr Token. Landplättchen, die wir auslegen können. Das Ganze befindet sich auf mehreren Punchboards. Ja, noch ein paar Reservetoken. Auf insgesamt fünf verschiedenen Punchboards. Dann haben wir hier die nächsten zwei Völker, die wir spielen können. Hier haben wir ein Punchboard mit den verschiedenen Artefakten, die wir sammeln können. Und danach kommt das Herzstück des Spiels, die Spielerboards. Diese Spielerboards sind zweilagig gestaltet, so dass ihr hier Vertiefungen habt, wo ihr mit den verschiedenen Holztoken hier dem Pfad entlang rücken könnt. Ihr könnt die verschiedenen Token hier reinlegen und alle Karten, die ihr habt, werden hier unterhalb des Playerboards geschoben. Hier gibt es Platz für Erweiterungen, die ihr einbauen könnt. Das sind diese Token hier. Und hier unten habt ihr einen Zähler für eure Ressourcen. Und hier außenrum euer Siegpunktzähler. Die Spielerboards sind so gestaltet, dass ihr euer Clanboard dann direkt hier an das Spielerboard anlegen könnt. Alles passt schön zueinander.
Alles ist schön abgerundet. Sehr schön gemacht. Wir haben hier auch kein Warping. Keines, das sich irgendwie jetzt groß erkennen lassen würde. Auch das ist nicht immer Standard. Und ganz unten in der Box haben wir hier noch das Spielbrett und die roten Punchboards, die sofort wieder weg wandern. Ich hole sie mal aus dem Bild. Ich will ja hier nichts spoilern. Das Spielbrett ist einseitig bedruckt. Auf der Rückseite haben wir nochmal die Titelgrafik in groß. Auch hier wunderschöne Grafik, schön gestaltet. Und hier haben wir das Spielbrett. Wir haben rundherum einen Siegpunkt-Tracker. Hier haben wir unseren Ausgang des unterirdischen Höhlensystems, in dem wir überleben konnten. Und hier außenrum werden die einzelnen Örtlichkeiten ausgelegt, die wir dann entdecken können. Der Stil hat einen leichten Comic-Effekt. Also er ist etwas künstlerisch dargestellt und keine high-end auflösende Grafik, was aber dem Spiel zugutekommt. Ich finde das eigentlich sehr schön gestaltet. An Holzkomponenten haben wir hier einen kleinen Graben, was natürlich für meinen Kanal jetzt echt super genial ist. Dann haben wir hier verschiedene Blitztoken aus Holz, die wir hier für die einzelnen Aktionen einsetzen können und die hier in der Mitte gesammelt werden. Wir haben verschiedene Klötze, wo ich aber erstmal nachschauen muss, für was die da sind. Wir haben hier verschiedene Marker, die vermutlich für die einzelnen Ressourcen sind, die für die Wege sind, die wir hier entlang gehen. In den verschiedenen Farben, vermutlich grau, grün, blau. Das muss ich mir aber im Handbuch nochmal genau anschauen. Da weiß ich noch nicht, wie die genau aufzubauen sind. Sie rollen auf jeden Fall sehr gut. Dann haben wir hier eine ganze Menge blaue Discs. Laut Handbuch haben wir hier dann Fortschrittsmarker. Die Zylinder sind nämlich übrigens die Machine Track Marker, also werden die hier verwendet werden. Und die blauen sind Ressourcenmarker. Also Ressourcenmarker sind hier, die Maschinentracks sind hier. Zwar für grün, gelb und grau der einzelnen Spieler. Und hier unten werden dann die blauen aufgebaut. Und ich nehme an, die blauen sind hierfür, dass man hier den Weg verfolgen kann. Alles, wie gesagt, passt super schön ineinander. Man hat das, wirklich das Gefühl, dass das wertig ist. Es bewegt sich nicht hin und her. Toll gemacht. Wirklich toll gemacht. Und dann haben wir hier noch Spielerkomponenten in verschiedenen Farben. Grün, blau, gelb und violett. Da haben wir kleine Miepel, so wie große Miepel. Wir haben Gebäude. Ja, das sind die Spielerkomponenten. Es gibt kleine Gebäude, es gibt große Gebäude. Hier haben wir noch ein großes Gebäude.
kleine Miepel und große Miepel. Und zum Schluss schauen wir uns mal noch die Karten an. Jedenfalls die Karten, die wir uns anschauen können. Wir haben Artefaktkarten, die uns sagen, welches Artefakt welche Boni bringt. Dann haben wir hier Übersichtskarten, die jeder Spieler vor sich auslegen kann. Das hier sind Bewohnerkarten sowie Startkarten, die wir mal am Beginn des Spiels auf die Hand bekommen. Die Bewohnerkarten haben alle einen oberen und einen unteren Effekt, je nachdem, ob wir sie oberhalb unseres Spielbretts oder unterhalb unseres Spielbretts einsetzen. Die Ressourcen, die oben dargestellt sind, erhalten wir in dem Spielzug, in dem wir die Karte einsetzen. Unten ist mal oft eine Fähigkeit abgedruckt, die wir dann auch ebenfalls einsetzen können. Hier gibt es drei Farben, gelb, grün und grau. Diese werden sich auch mit Sicherheit hier auf die Fortschrittstracks oder die Maschinentracks beziehen. Das hier werden wohl die Startkarten sein, die jeder Spieler zu Beginn des Spiels bekommt. Mit dem gleichen Artwork hier dargestellt. Noch einmal eine kurze Anschau, was es mit der Kampagne auf sich hat. Die Kampagne besteht aus 5 Teilen und während der Kampagne schaltet man auch weitere Materialien frei, die dann im Spiel verwendet werden. Es wird empfohlen, sofort mit der Kampagne zu starten. Aber man kann auch erstmal ein Probespiel machen, um sich mit den Regeln vertraut zu machen. Das Kampagnendeck der Karten hier leitet uns durch die 5 verschiedenen Stufen der Kampagne. Man muss auch nicht die komplette Kampagne mit allen Spielern zusammenspielen, sondern man kann die Spieler während der Kampagne auch tauschen. Nachdem man alle 5 Kapitel abgeschlossen hat, kann man das Spiel mit den freigeschalteten Materialien auch ganz normal spielen. Das waren alle Komponenten des Spiels Revive. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Falls dem so ist, lasst mir auch gerne ein Like da, indem ihr unterhalb des Videos den Daumen nach oben anklickt und abonniert auch meinen Kanal, damit ihr auch über weitere Videos immer informiert werdet. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir auch auf Instagram folgen. Ich bin dort ebenfalls als Brettspielrabe angemeldet und poste dort regelmäßig Fotos von meinen Solospielen sowie auch Informationen über neue Videos. Ich bin Andi, euer Brettspielrabe. Und wie immer wünsche ich euch viel Spaß beim Spielen.